Jetzt stellen Sie sich doch mal vor, dass Ihre Kinder langsam in das Alter kommen, wo dann genölt wird, ich will einen eigenen PC. Das ist gut und schön. Sie lassen sich dann weichklopfen, wie wir Eltern eben so sind. Und dann heißt es dann, na okay, du kriegst deinen alten PC oben in dein Zimmer. Und dann steht er da und irgendwann nach einer halben Stunde macht das dann gar keinen Spaß mehr, normale Spiele zu spielen. Und dann kommt der Sohnemann oder die Tochter wieder runter und sagt, hör mal, was ist denn mit WLAN? Und da sagen sie dann, ja, geht nicht. Und dann sagt der Sohn oder die Tochter dann, das ist aber nicht gut, weil ich möchte auch im Internet surfen. Jetzt muss ich sofort wieder an deinen neuen Rechner. Dass das schon geht, das werden Alex und ich Ihnen jetzt in dieser Sendung beweisen. Nämlich mit einem ganz einfachen technischen Produkt, was so genial wie simpel ist und was Sie perfekt im ganzen Haus, wie aber auch in der Firma, jederzeit verwenden können, um eben Ihr WLAN zu erweitern oder Geräte einzubinden, die WLAN nicht können. Da staunen Sie jetzt, können Sie auch, wir erklären es Ihnen jetzt. Ganz genau. Und das ist eine Sendung, die für mich sogar ganz besonders spannend ist. Und ich hoffe natürlich auch, dass meine Mama jetzt hier zuhört. Denn Mama, wir haben ja gerade ein aktuelles Problemchen zu Hause. Das können wir lösen. Ja, und bevor ich dir das nachher am Telefon noch mal kurz erkläre, wie es funktioniert, also ganz, ganz schnell Ton laut machen. Denn wir haben eine ähnliche Situation. Ich habe mit dir schon vorhin drüber gesprochen. Wir haben bei uns unser Firmengebäude und direkt nebendran das Wohnhaus. Ja, wir haben Internet im Firmengebäude, aber nicht im Wohnhaus. So, jetzt ist Mama aber auch so eine, die dann sagt, nee, ich möchte ein bisschen innovativer werden. Ich möchte jetzt meinen eigenen Laptop zu Hause haben, habe keine Lust mehr, permanent an den Firmenrechner zu gehen. Ich will jetzt ganz gemütlich zu Hause auf der Couch gerne mal irgendwie meine sozialen Netzwerke bedienen und so weiter. Ja, und dann standen wir vor dem großen Rätsel. Sie rief mich an, Alex, was mache ich denn da? Und da habe ich gesagt, ja, zum Glück gibt es Pearl TV, denn wir haben genau das Richtige. Das sind so Situationen, wie Kai oder wie ich Ihnen eben gesagt habe, die kommen Ihnen vielleicht jetzt auch bekannt vor. Und vielleicht haben Sie da schon ein Stück weit kapituliert und haben gedacht, kann ja gar nicht funktionieren. Wenn ich nur irgendwo eine Buchse habe, wie soll ich das Ganze dann erweitern oder vergrößern können? Deswegen hören Sie ganz genau zu, denn das müssen Sie nicht irgendwie als Traum ablegen, von wegen, ja, können wir eh nicht erfüllen, sondern das geht tatsächlich. Und deswegen haben wir für Sie jetzt in den nächsten paar Minuten diesen WLAN-Repeater. Und was der alles kann, das ist schon so ein kleines Zauberwerk, ne? Im Grunde brauchen Sie dafür eine Steckdose, natürlich einen vorhandenen Internetanschluss und dann natürlich nochmal eine Möglichkeit, wo Sie gerne WLAN haben möchten, entweder eine Etage höher oder wie jetzt in dem Fall, dass ich Ihnen, den ich Ihnen eben geschildert habe, im Nachbargebäude. Und das ist einfach alles, was Sie brauchen, unseren WLAN-Repeater, mehr nicht. Wie funktioniert das jetzt? Ganz einfach. Ihr normaler WLAN-Router, das heißt Ihre Fritzbox, das, was Sie von der Telekom kriegen, wo so eine kleine Antenne oben drauf ist, das strahlt ja in einem gewissen Sendebereich dieses drahtlose, dieses kabellose Netz aus, damit Sie auch mit Ihrem PC im ganzen Haus was tun können. So, jetzt ist das Problem aber, wenn Sie dann irgendwann feste Wände haben oder zum Beispiel in den ersten Stock hoch wollen, dann sind meistens die Betondecken aus Spannbeton drin und da ist Stahl drin. Und der wirkt eigentlich wie ein fadaischer Käfig. Das heißt, das Netz will da durch, kommt aber nicht oder eben bloß noch sehr klein an. Da machen Sie sich's ganz einfach, ohne großartig überhaupt noch ein Kabel legen zu müssen. Sie besorgen sich diesen kleinen Kollegen hier. Der wird in eine Steckdose gesteckt. Das heißt, er hat ab sofort seinen eigenen Saft, seinen eigenen Strom. Und dann drücken Sie auf diesen kleinen Button hier vorne drauf. Und dieser kleine Knopf, der hier ist, der erkennt, aha, da ist ein WLAN-Netz. Mhm. Mit dem verbinde ich mich jetzt. Und dann hat er ungefähr den gleichen Radius wie eben das Heimnetzwerk auch. Und wenn die beiden sich in der Schnittmenge treffen, dann übernimmt er sozusagen die Erweiterung von diesem ganzen WLAN-Netz. Und dann können Sie im Haus oder auch im Keller jederzeit dann einen PC nach dem anderen anschließen. Ich kann das übrigens auch super für Großraumbüros empfehlen, wo auch nur ein WLAN-Router, also ein Sender da ist, wo man dann nach und nach die klassischen PCs alle andocken kann. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, aber mein PC hat doch gar kein WLAN, auch überhaupt kein Problem. Wir haben hier an unserer Front eine klassische RJ45-Schnittstelle. Das ist das alte LAN-Kabel. Und wenn Sie jetzt Ihren Rechner, der kein WLAN hat, also kein kabelloses Internet hat, mit dem Kabel hier mit dem Kollegen verbinden, dann greift der aufgrund der Erweiterung auf unseren Repeater, also auf unseren WLAN-Router zu. Und dann kann jeder PC, der normalerweise kein WLAN hat, auch in das Heimnetzwerk eingebunden werden. Und das ist absolut genial an den Kollegen, weil sie können sich,
wenn die immer so 10, 12, 15, 20 Meter, 30 Meter auseinander sind, können sie sich bis fast unendlich ihr WLAN-Netz erweitern, weil die natürlich auch eine Sendefrequenz haben. Das heißt, die haben Leistung und halten das Netz in der gleichen Qualität aufrecht wie unser Router, also unser erster Sender. Ganz genau. Und das heißt aber auch, lieber Kai, man muss sich jetzt mal vorher Gedanken machen, wo will ich es denn überhaupt hinhaben, um entscheiden zu können, brauche ich ein Gerät, brauche ich eventuell sogar mehrere. So ist es, ne? Denn es geht ja wirklich immer nur um einen gewissen Radius. Und da schon mal so ein bisschen abschätzen, wo soll es denn genau hingehen. Wir haben in meinem Falle schon gesagt, wir brauchen auf jeden Fall zwei Repeater, weil einfach der Radius viel zu groß ist. Ne? Genau. Das heißt, ich schließe das bei mir im Bürogebäude an, im Firmengebäude an. Und ein zweites Gerät dann im Wohnhaus meiner Eltern. Und so verbinden die sich dann miteinander, dass wirklich, liebe Mama zu Hause, du endlich auf der Couch sitzen kannst und ganz bequem tippsen kannst. Frau Philips, ich passe mal auf jetzt. Das ist euer Firmengebäude. Das ist euer Privatgebäude. Und jetzt ist sozusagen das da mal der Firmenrouter, der hier liegt. So, der schafft das jetzt noch genau bis hier in seinem Radius, geht aber nicht weiter. Also wie komme ich dann von hier darüber? Ganz einfach, da stecken wir hier an der Wand einen von den Repeatern ein. Mhm. Der fängt dann an, hier einen eigenen Sendebereich zu machen und stecken hier im Privatgebäude den anderen in die Steckdosen. Wenn die beiden jetzt anfangen zu funken, dann treffen die sich irgendwann hier in dieser Schnittmenge sozusagen. Mhm. Wir haben das mal erklärt als Wolke. Und dann liefert der hier aus dem Firmengebäude an den die Information weiter und der gibt dann im Privatgebäude an den Laptop oder an den passenden PC einfach die Informationen weiter. Und nochmal, sollten Sie dann noch PCs haben, die eben nicht über WLAN verfügen, dann müssen Sie halt in jedem Raum, wo Sie so einen normalen Rechner stehen haben, einen von den Kollegen mit einbinden. Stromversorgung hat er selber und dann stecken Sie das LAN-Kabel einfach rein. Die Dinger sind gigantisch. Also ich finde das so toll. Ich finde auch die Überlegungen Hammer. Ich finde auch, dass es unheimlich schönes, dezentes Design hat. Also das heißt, wenn ich das in der Steckdose drin habe, dann nervt mich das nicht, dann stört mich das nicht. Dann habe ich auch vor allen Dingen keine lästigen Kabel mehr rumfliegen. Weil das war ja früher, ne, immer die einzige Lösung, die es früher gab. Egal, ob das jetzt bei Computern war oder jetzt auch mal weitläufiger gedacht, auch Fernsehgeräte und so weiter. Da hast du immer ein ewig langes Kabel verlegen müssen, dann teilweise noch unter der Türschwelle durch. Und ich weiß nicht, was es da alles für Möglichkeiten gab. Also allein das ganz dezent in ihre Steckdose zu stecken und dann zu wissen, hey, das funktioniert ja. Das ist wirklich so ein kleines Wunder für die, die sich noch nicht so wirklich mit diesen Geräten auskennen, die aber trotzdem mit Sicherheit ganz erstaunt sein werden, was denn hier eigentlich alles möglich ist. Früher war das so, dass man einen Maurer kennen musste, einen Verputzer, dann einen Maler, der einem dann die ganzen Wanddurchbrüche nachher auch wieder zugemacht hat. Oh, das Thema ist durch. Und mit den WLAN-Repeatern hier haben Sie erstens mal die Möglichkeit, wie ich es gerade gesagt habe, Ihr Netz immer zu erweitern, gleichzeitig aber auch alte PCs, die eben kein WLAN haben, mit in Ihr eigenes Hausnetzwerk zu integrieren. Das alles pro WLAN-Repeater für unter 40 Euro ist auch in der Fachpresse äußerst gut getestet worden, unsere Sendlinks. Und das wird, Frau Philips, wenn Sie zugucken, ich kann Ihnen das garantieren, wir benutzen übrigens bei uns hier im Gebäude auch diese Router, um unser eigenes Firmennetzwerk hier eben zu erweitern. Und das funktioniert wunderbar. Also Ihr Problem ist gelöst, Frau Philips. Alex kommt mit dem Zeug dann nach Hause. Genau. Und dann können Sie bald auf dem Sofa ganz gemütlich im Internet surfen. Ich mach das, Mama. Und das zu einem sensationellen Preis noch mit dazu für unter 40 Euro. Ein WLAN-Repeater, wo Sie wirklich Ihr Netz erweitern können, WLAN-Möglichkeiten haben in verschiedenen Räumen, in verschiedenen Gebäuden, im Nachbargebäude beispielsweise. Also eine tolle Lösung, damit auch die Kinder und Enkelkinder endlich mal WLAN-fähiges Netz bei sich zu Hause im Zimmer haben, sich zurückziehen können und einfach mal ein paar schöne Computerspielchen spielen können. Die PX4863 und die 569 ist hier die Bestellnummer. Also, jetzt haben wir der Frau Philips geholfen, wir haben der Alex geholfen, aber wir helfen auch vielen von Ihnen da draußen, die eben mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Keine Sockelleisten mehr runterreißen, keine Übergangsschienen, keine Teppiche ausschneiden, keine Löcher in die Wand bohren. Vergessen Sie das alles, steigen Sie auf die Kollegen um. Sind übrigens mit allen aktuellen Sicherheitsstandards ausgestattet. WAP, WAP 2 und natürlich WEP und verbinden natürlich automatisch jedes Gerät mit dem passenden Netzwerkschlüssel, wenn es angeschlossen wird. Einfacher geht's nicht, greifen Sie zu, wir haben noch ein paar da. Das ist die geniale Lösung, um endlich mal kabellos zu Hause so zu erweitern, wie ich es brauche. Ganz genau. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall ganz viel Spaß damit, wenn Sie endlich wieder Wireless LAN in einem größeren Umfeld genießen können. Bestellen Sie!